auch ein Stange hin und her. Hin und her schieben, hin und her rütteln, bis dann irgendwann mal das Futterrad ausfällt. Also von so Sachen, okay, Spielzeug haben wir einiges auf Lager, was uns so cool ist. Ich lasse hier Abwechslung und Spaß. Dann, zur guter Letzt, kommst du nochmal nach vorne. Das sehen wir nicht vorne, sagen wir das klauen. Komm mal nach vorne, komm. Aber. Ja, der geht da nicht hin. Bibi! Komm her! Dann hat hier unser dicker Kollege, ist dann auch nicht weg. So. Wunderbar, da bin ich schon da rumgelaufen. Nee, zu guter Letzt, ja, heute ein bisschen freundliche Kommentierung, aber so ist es mal. Sind halt Tiere, da läuft halt nicht alles immer glatt. Zu guter Letzt, stelle ich noch unseren fünften Gorilla bei uns hier im Zoo vor. Und unser fünfter Gorilla bei uns, das ist unsere Fako. Fako lebt nicht in dem Gehege hier, die lebt in dem Gehege hinter dem Wasserfall. Die wartet schon vorne an der Spitze auf mich, denke ich. Die wird nämlich gleich noch im Anschluss gefüttert. Und Fako ist ein ganz besonderer Gorilla. Warum? Nur als Vergleich. Gorillas werden in der Natur so um die 40, 45 Jahre alt im Durchschnitt. Und unsere Fako hat mittlerweile das biblische Alter von 62 Jahren erreicht. Ist damit der älteste Gorilla der Welt. Und dadurch, dass sie halt so ein hohes Alter mittlerweile erreicht hat, kann sie leider nicht mehr hier in der Gruppe leben. Sie haben es ja gerade gesehen, nehmen sich dann das Essen dann gegenseitig weg. Und sind dann irgendwann auch sehr grob mit der Fako umgegangen, sodass sie dann irgendwann sehr stark an Gewicht verloren hat. Und bevor Schlimmeres noch passiert, mussten wir sie leider aus der Gruppe rausnehmen. Damals eigentlich noch mit einer Freundin von mir zusammen. Und die Freundin ist aber mittlerweile leider verstorben, deswegen lebt unsere Fako da drin alleine. Aber genauso wie bei älteren Menschen auch, ist bei Fako das Gleiche. Fako ist nicht mehr so aktiv, die schläft fast den ganzen Tag, hat natürlich auch ihre Gebrechen. Die Knochen sind natürlich nicht mehr ganz so fit. Sie hat auch keine Zähne mehr im Mund, hat so einen leichten Star auf der Linse. Man kann immer noch gucken, aber man sieht schon, dass schon so leichte Kühlung anfängt. Und dadurch, dass sie auch keine Zähne mehr im Mund hat, kann sie auch so eine Sache wie die Möhrchen nicht mehr essen. Jedenfalls nicht mehr normal. Die kochen da für sie jeden Tag von einer großen Schüssel an die Schüssel beigeben, dass sie das auch essen kann. Und sie wird von uns auch ordentlich verwöhnt. Sie bekommt zum Beispiel regelmäßig süßes Obst, was unsere jüngeren Tiere hier nicht bekommen. Denn einfach hier im Alter muss man schon ganz ordentlich schlafen. Und wir wollen sie da ihren Alter noch ein bisschen verwöhnen, dass sie ihre letzten Lebensjahre noch schön verbringt. Und wenn sie Kontakt sucht, dann hat sie immer noch uns Pfleger, aber Fako war auch schon früher zu den anderen Tieren noch nie so ein Tier, was gerne so körperlichen Kontakt gesucht hat. Sie ist dann lieber auf Abstand hin und wieder, was sie mal mit dem Pfleger ein bisschen rumspielt, aber das ist ganz wichtig. Ja, dann sind wir jetzt wirklich am Ende unserer Kommentierfütterung. Falls Sie Fragen haben, können Sie natürlich gerne zu mir kommen, ich würde gerne beantworten. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag im Zoo Berlin und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Ich